Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Center Station im Halloween Update. So, das ist jetzt der Startbildschirm, wie ihr sehen könnt, ungemein. Aber es gibt noch ein bisschen mehr. Wir gucken jetzt mal rein. Und schon ist Ruhe. Oh nein, das solltet ihr doch noch gar nicht sehen. Na gut, okay. Also ich habe mich gestern schon mal extra oder beziehungsweise gerade eben jetzt hier hingestellt. Und ihr seht, selbst der ganze Parkplatz ist hier voll. Mit diesen niedlichen, süßen Kätzchen. Knuffig, uffig. Und schön, dass es gerade Nacht ist eigentlich. Oh, der Mond ist auch krass. Herrlich. Herrlich. So, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour. Der Kürbis da oben ist ja schon fett. So, das ist unsere Roadmap. Schick. Nice. Oh, hier liegt sogar eine Boom hier rum. Sehr schön. Nice. Wow, was steht denn hier rum? Guckt euch das. Also hier wird sich echt noch Mühe gegeben. Finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Finde ich sehr, sehr schick. Was ist das mit dem Kreuz hier? Achso, zugenagelt. Dann hier vorne noch. Ja, hier ist leider jemand gestorben. Den mussten wir hier beerdigen, weil der hat zu lange an der Kasse gewartet. Es tut mir leid, aber es hing nicht schneller. Warum ist denn das eigentlich nicht beleuchtet? Also nicht, dass es nicht gut aussieht, also es sieht mega gut aus, aber warum ist das nicht beleuchtet? Hier gibt es erstmal ein kleines Zaubertränkchen, dass man hier reinläuft. Wir könnten eigentlich gleich mal aufmachen, weil die NPCs haben jetzt auch noch ein paar Gimmicks. So, dann haben wir hier. Das da. Da oben hängt noch ein Kreuz verkehrt rum, wohl nicht verkehrt. Ah ja, aber nochmal so einen großen. Ist eigentlich im Vorstuhl was drin? Da habe ich noch ja auch nicht reingeguckt. Nee, im Vorstuhl ist nichts drin. Oh ja, kommen sie gleich alle an hier, flitzt. Herrlich. Oh, hier draußen die Deko ist ja auch mega. Sehr schön. Herrlich. Also mir gefällt's, Leute. Mir gefällt's. Ja, die Vogelscheuche. Bestimmt bekannt aus Batman. Das ist Kassen, die Kassenlampe. Und hier draußen zum Abschied gibt es auch noch mal. Gibt es auch eine Kiste? Ich muss bestimmt wieder vorne rein. Nee, doch nicht. Happy Halloween. So, gehen wir mal gucken. Es gibt ja noch eine Pinata. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gezeigt habe. Mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Nö. Nee. Aber gut, die ist immer noch da. Aber damit kann man immer noch nichts machen. Vielleicht soll man damit auch gar nichts machen. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, hat auch noch ein bisschen Gesellschaft gekriegt. So, es gibt aber noch was Neues. Und zwar gibt es noch eine Süßigkeiten-Herstell-Gedöns. Müssen wir jetzt bloß mal gucken, was wir dafür brauchen. Ach ja, oder? Kann man ausmachen. So, wo ist es? Wo ist es? Und zwar, ja, Hersteller von Süßigkeiten. Gucken wir einfach mal. Zwei elektrische Karten. Okay, guck mal, ja, machen wir jetzt einfach, oder? So, wir brauchen, wie viel Eisen brauche ich denn? 5 Eisenbahnen. Okay, Karten haben wir noch, genau, sehr schön. 5-mal Eisen. So. Weil die sollen wohl auch jetzt, jeder Kunde soll mindestens eine Süßigkeit kaufen. Mal gucken, ob das wirklich so ist. So,
So, dann brauchen wir Plastik. Wie viel Plastik brauche ich? Zweimal und zweimal Alu. So, Aluminium. Na komm. Zack. Und jetzt noch elektrische Koppen. Nummer 1 und Nummer 2. Nice. So, wo stellen wir die jetzt hin? Die könnten wir eigentlich hier so hinstellen, wenn die da hinpasst. Mal kurz fallen. Muss mal gucken, wie groß das Teil ist. Maschinen. Ne, hier ist er nicht drin. Ach ja. Ach, guck mal, die ist wirklich nicht groß. Das geht eigentlich sogar. Ja, komm, weil Halloween ist. Stellen wir sie hier hin. Zack. So, was brauchen wir jetzt dafür? Ach, einfach nur starten? Die brauchen nur Energie, oder was? Okay. Die brauchen ja nichts, die brauchen nur Strom. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Gibt es da jetzt irgendwie noch... warte mal, es gab doch irgendwelche Tische für den Shop. Nö. Hä? Ja nicht. Oh ne, halt mal, das war wieder verkehrt. Furchtbar. Muss ich jetzt... Hier gibt es auch so einen Reiter mit Shop. Also, wo ist er denn? Hier. Okay, aber wie verkaufe ich die jetzt? Das finde ich jetzt, hä? Kleines Ambiente-Regal. Ich müsste doch aber irgendwo... Ist das nicht bei Lager? Nee. Aber hier beim Shop gibt es ja auch nichts. Ach, nö. Das ist ja bloß das hier. Kleines Regal. Rahmen. Ja, das ist ja wieder verrutscht. Kann ich die einfach so oben in das Regal mit? Ich hab's schon wieder getan. Unglaublich. Wartet mal. Gib mal die Kiste her. So. Wir probieren jetzt einfach mal was. Habe ich hier vorne noch Platz? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Hier geht's nicht mit rein. Das ist ja blöd. Oh ja, guck mal, wie die. Geil. Krass. Die haben Kostüme an. Und ein Halloween-Bag. Nice, cool. Aber ja, wie mache ich denn das? Vor allen Dingen 10 Dollar. $10 für eine Süßigkeit. Aber warte mal, ich muss das mal gucken. Thank you, goodbye. Ach, das war ein Kerl. Okay, Entschuldigung.
So kann ich jetzt nicht. Ich kann den nicht aufrufen. Why? Why? Das ist jetzt weird. Och Leute. So, viermal ein. Ja, aber toll. Hier oben, warte mal, gibt es hier oben bei Upgrade irgendwas? Nee. Hier gibt es auch nichts. Weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hier irgendwas gibt, aber Ambiente-Regal. Ich meine, gut, wir können ja mal eins herstellen. Wie viel Eisen war das jetzt? Ja. Hier mal Eisen. So. So, das habe ich jetzt. Ja, muss ich noch mal am Rechner was gucken? Wartet mal. Lasst mal fällen. So, gibt's hier irgendwas? Ein. Gibt's hier irgendwas? Nein. Das ist die Tankstelle. Das ist der Name. Und das ist ja das mit dem Bunker. Okay, das gibt's hier auch schon mal nicht. Aber wieso kann ich jetzt... Ah, jetzt. Gehen wir mal hier durch. Genau. Wir machen das. Wir gucken jetzt einfach mal hier. Was ist das eins? Also hier gibt es schon mal nichts. Die haben wir jetzt schon. So, hier gibt es auch nichts weiter. Das ist ja bloß Strom. Und hier sind ja bloß die Teile. So, wenn ich jetzt auf Shop gehe, kann ich hier aber auch nicht. Nee. Gläser. Vielleicht muss ich doch noch so ein Regal bauen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Automotive. Wo stelle ich die denn aber? Ja? Oder steht das schon? Warte mal. Ach Mann, schon wieder getan. Steht hier vielleicht schon irgendwo was rum, wo ich was hinstellen kann? Also ich meine, das wäre ja von... Hier steht der Kochtopf. Also dieser Topf steht ja da nicht. Mal steht hier vorne irgendwas rum. Weil ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwie gelesen habe. Aber nee. Aber nee. Jetzt kriege ich auch nicht alles in eine Kiste. Ich würde nämlich gerne mal hier was probieren, aber das scheint nicht so der Fall zu sein. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, wo die Süßigkeiten drauf sollen. Das wäre ja wirklich bloß die Option, dass die auf so ein Regal gehen. Probieren wir es jetzt einfach mal. Wir haben ja Zeit. So, also ein bisschen zumindest. Mal hier. Stellen wir das mal hier so hin. Brauchen wir jetzt zwar noch vier Rahmen, aber die müssen jetzt glaube ich auch in die Sphäre reinpassen. Die Rahmen müssten wir jetzt in die Sphäre reinkriegen. So, wir brauchen ja noch drei. Ist da mein Eisen auch schon wieder fast alle.
Ich brauche unbedingt Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Na klar, vorm Update natürlich nicht vorbereitet. Das ist ja klar. Das gehört nun mal dazu. Ist halt alles quasi live. So. Hier haben wir noch. Und hier haben wir noch. Aber teile ich das jetzt? Aber hier hat die Musik nicht mehr so diesen Halloween-Style. Mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Außer nicht schlimm, wird es Willen. So, zack, zack, zack. Und es kommt aber trotzdem wenigstens wieder Geld rein. Also von daher ist das alles safe. So. So, dann hätten wir jetzt drei. Habe ich irgendwo mal eine Sphäre rumliegen? Mal hier hinten ist schon mal eine rumliegen. Genau, zack, 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 zack. Kann man gleich auch schon mal ein bisschen Holz machen lassen. So. Sammeln wir das mal ein. Oh, hier soll er laufen. Ah, ich habe hier unten schon angefangen für die nächste Zeit ein bisschen was vorzubereiten, gerade mit den neuen Früchten dann, dass wir da schon mal was da haben. Ein Granatäpfel, hier die Kiwis. Die Kiste ist zum Beispiel schon voll. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier Oranges. Oranges. Kaugotsnuss. Bam. Ist das Zitronen? Die sind, glaube ich, hier. Ja. So, Bananen. Haben wir fast schon zwei Kisten voll jetzt. So, Limette. Die kleine, fette Limette. Kirschen. Kirschen wäre jetzt auch. Kirschen wäre jetzt geil. Die wird jetzt auch nebenbei knuspern. So. Und Clementine. So, warte mal, dieses. Das war ja das hier. Dieses Pomme. Ne, das war Peach. Ach, Pomme habe ich, glaube ich, immer noch nicht angepflanzt, oder? Moment, ne, das ist ja die Reihe hier. Die Reihe fehlt ja noch. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Naja, gut. So, wir sind jetzt aber eigentlich. Wo ist meine grüne Sphäre? Ach, da oben. Ja, egal in der Umgebung. Hä? Wie jetzt? Finde ich jetzt aber nicht, okay. Ach so. Ich kann das jetzt aber immer noch nicht aus dem Dings bauen. Okay. So, jetzt brauche ich noch Holz. Oh ja, Leute, guck mal, wie das aussieht, geil. Manche kommen halt wirklich bloß mit Hut und manche kommen halt hier mit Geschenken. Voll. Fast voll. Noch was in der Kiste. Rot. Rot geht ja gar nicht. Rot geht gar nicht. So, ich muss gleich mal gucken, wie es hier aussieht. Ich hatte ja eigentlich alles voll. Passt, zumindest glaube ich. Ja gut, bis auf die Erbsen hier hinten. Aber da muss es dann auch mal weitergehen irgendwann. Jetzt will ich ja schon mal gucken wegen dem Regal, ob das hier funktioniert. Aber ich hatte eigentlich gelesen,
bei den Patch Notes, dass man jetzt noch Tische irgendwie hinstellen kann. Ich dachte, dass es da drauf geht. Aber hier gehen ja auch wirklich nur, ja, hier gehen nur die Süßigkeiten. Oh. Diese Wolle. Ist ja voll, ne? Das hatte ich auch noch nicht. Das ist ja... Ist ja voll, ne? Krass. Infos ist noch, ne? Ja. Ne, zwei waren so. Warte mal, da können wir eigentlich, wenn es so voll ist, nehmen wir das hier runter. Und dann geht die nämlich auch wieder aus. Dann brauchen wir jetzt erstmal gar nicht so viel. So, kann ich das jetzt hier? Ne, schon rausnehmen. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob dann hier die Süßigkeiten drauf gehen. Ansonsten muss ich dann mal schnell was gucken. Nee. Ah, so sieht's gut aus. Okay. Sehr schön. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ehrlich gesagt. So, jetzt könnt ihr Süßigkeiten kaufen. Wie die Blöden. Ja, aber ich meine, 10 Dollar pro Süßigkeit ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Das kann man ja ruhig mal machen. Hi. So. Ach, echt jetzt, ja? Das war's. Ohne Mist. Nur Sprudel. Dann tschüss. Thank you. Good day. Ich habe einfach kein Glück beim Verkaufen, wenn ich hier stehe. Keiner will meine Büchsen haben. Oh, jetzt war es fast schon alle. Meine Fresse, die Kurvenmasse, wie die Blöden hier. Gleich mal zweimal Stilles nehmen. So, ich war gerade weg. Abgelenkt. Okay, dann packen wir es hier mit rein. Rein. Und hier passt das noch rein. So. Du gehst alle selbst zur Kasse. Sehr schön. Dim, dim, dim. Trotzdem schönes Ambiente, muss ich sagen. Sie könnten mal noch Markschnitzel produzieren, ne? Haben wir jetzt gerade genug Holz haben? Kann ich die jetzt eigentlich auch gleich hochziehen? Ne, die muss ich aber noch runternehmen. Die müsste ich auch erst wieder runternehmen. 5. So, dann soll irgendwie noch drüben in der Mine besseres Licht verarbeitet sein. Also. Angestellt sein. Ja gut, das sehe ich jetzt nicht, da müsste der Raum frei sein. Aber doch stimmt, es ist wesentlich heller. Selbst im Dunkeln. Hat man nicht so. Ja doch, stimmt schon, es ist schon wesentlich heller. Das ist doch schon wesentlich besseres Licht. Das kann man ruhig mal so sagen. Ach, die habe ich auch gar nicht gesehen gerade eben. Stand die da? Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich will da rein, ich will wissen, was hier drin ist. Center Station. Ich würde gerade mal hoch aufs Dach. Alleine nur wegen dem fetten Kürbis.
Wahnsinn. So, gehen wir noch mal gucken. Vielleicht haben wir jetzt mal jemanden an der Kasse, der hier Süßigkeiten mitnimmt. Ey, du glitschst in den Boden. Das ist schon... Der hat keine Füße. Das nenne ich spooky. Er hat keine Füße. Hilfe. Oh, Süßigkeiten. Mehl. Hat er keine Büchse? Der will Pfirsich haben. Ich habe keinen Pfirsich in der Büchse. Thank you. Goodbye. Ja, Kasse ist frei. Echt, der hat sich... Ach so, jetzt haben die sich schon eingestellt für die Kassen. Ah, das ist ja auch cool. Hello there. Hello there. Zement, na klar. Keine Büchse für den Jungen dabei. Schade. Thank you, goodbye. Der ohne Füße ist. Hello there. Voll krass drauf. Natürlich auch cool, dass sie gezwungen werden, jetzt die Süßigkeiten zu kaufen. Ah, eine Büchse. Eine leere Büchse. Ne, was ist denn das? Mais. Schade, dass man das nicht sieht. Thank you. Good day. Schade, dass man das nicht sieht. Ein bisschen komisch. Hello there. Das war auch Wassermelone. In der Büchse. Wobei ich mir das mit der Wassermelone gar nicht vorstellen kann. In der Büchse. 75. Thank you, goodbye. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal alle abgefrühstückt. So, dann gucken wir mal. Die Süßigkeitenmaschine müsste ja fertig sein. Schum, schum, schum. Bin mal gespannt, ob die dann bleibt oder ob die dann weggeht. Aber ich denke mal, die geht dann wieder weg. Ja. Das Gute ist, man kann es ja beobachten. Die nehmen ja immer von unten nach oben weg. Ist schon mal nicht verkehrt. Finde ich schon mal gut. So, da haben wir jetzt 94. Ne, 93, okay. Dun, dun, dun. So, wie gesagt, ich könnte jetzt theoretisch mal noch ein paar Mal Hackschnitzel allein schon für oben machen. Das wäre schon mal ja nicht so verkehrt. Wenn das nicht so lange dauern würde. Sieht eigentlich hier hinten aus. Bäume sind doch schon wieder fertig. Hier Granatapfel. So bestimmt auch schon wieder, genau. Erntereif. So. Gucken wir mal, wie es läuft. Dass wir einfach mal wieder wenigstens die Kiste, die Palette ein bisschen vollstellen können. Der gute Holzscheit. Der Scheit des Guten. Und ich wollte jetzt eigentlich nur mal gucken, wie viel wir in einer Folge verdienen. Weil dann kann ich ja nebenbei noch ein bisschen Kohle machen, weil ich will jetzt wirklich noch diesen automatischen Hersteller bauen. Da bin ich echt überzeugt von dem Teil. Weil der fehlt uns ja quasi fast noch. Dann haben wir ja erstmal so weitestgehend möglich alles.
So, schmeißen wir was raus hier. Ich überlege, was wir für Holzprobleme hatten. Jetzt liegen sie hier rum. So, die Hackschnitzel. Irgendwo noch einen Eimer übersehen? Nee. Klammer, neune. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. So, wir können noch gleich nochmal hochgehen. Eigentlich wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, um nochmal irgendwas Größeres hinzunehmen. Ich warte mal auf den nächsten noch, weil ich hab's gern gerade. Na komm. So, halt. Ja, ich weiß, das steht jetzt zwar wieder hier unten rum und oxidiert vor sich hin. Aber ist nicht schlimm. Guck um die Süßigkeiten wie Ratten hier. Ja. Die ist nämlich leer. Ah. So sieht's hier aus. Jetzt schon wieder eine Schlange. Wollte ich mal abkassieren, ja. Es ist schön, dass sie gezwungen werden, die Süßigkeiten mitzunehmen. Das sind 10 Dollar, die sicher sind. Jawohl, nimm den Motor mit. Geile Sache. 130. Thank you. Good day. Bitte, bitte. Immer wieder, gerne. Wir könnten aber natürlich auch mal anfangen, die restlichen Regale zu bauen. Also vorne für das Obst und dann den Rest noch reinzuklatschen. Natürlich unten noch die letzte Reihe anpflanzen. Das werde ich heute aber nicht mehr schaffen in der Folge. Thank you. Good day. Aber wenigstens mal so ansatzweise. Wie gesagt, ihr habt ja nichts. Also mir wurde ja bestätigt, ihr habt ja nichts gegen Vorbereitung. Also kann ich das ja dann in Ruhe schon mal vorbereiten. Du bist aber knallfrisch. Ach, guck mal. Jetzt steht Avocado da, nicht mehr Advokat. Sieht man gleich. Sieht man sofort. Herrlich. Hello there. Dieser Hut. Absolut sweet. Schön hier Birne und Melone. Melone? Melone in Dosen habe ich doch. Wo sind die alle? Kannst du mir nicht vorstellen, dass die alle sind. Splät oder was? Melone, die sind aber auch grün. Thank you, goodbye. Hä? Hey. Jetzt. Wie jetzt alle? Hä? Hey. Jo, ist doch alles da. Also das hier auch Karotte, Mais, Melone und Tomaten. Ja, freilich. Und Freilicht. Muss ich jetzt wieder runter. Aber das ist schön. Ich meine, ja gut, die werden jetzt quasi aus dem Nichts produziert. Das ist ja, könnte man sich jetzt streiten. Bei der ganzen Geschichte hier, wie das sonst immer gelaufen ist. Aber ich sag mal so, hey, why not? Why not? So, wie sieht's denn hier beim Obst und Gemüse aus? Oh, Karotten gehen noch. Melonen sind ganz gut. Dosen produziere ich ja auch ständig die falschen. So, warte mal, wir haben jetzt oben, was habe ich denn hier noch drin? Ist hier noch irgendwo was drin? Auberginas.
Und nochmal Tomato. Was wäre denn jetzt das nächste? Laut. Knobi geht nicht. Rübe, das weiß ich nicht. Zwiebel, Paprika, Rot. Wäre jetzt das nächste. Gehen die Rüben? Nee, ich glaube nicht, ja. Paprika Rot geht auf jeden Fall. Eine Mango. Ach, das ist doch, oder? Ach nee, das ist Honigmelone. Ah, okay. Okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Mango und die Melone, das war davor noch nicht dabei, oder? Weil die Mango... Sind es nicht Mangos? Nee. Oder, ach doch, warte mal, doch. Nee, das ist ja Aubergine. Ich hab doch gar keine Mangos. Entschuldigung. Wartet mal, wir machen jetzt mal... Da müsste ich jetzt wieder Geld rausschmeißen. Das stört mich eigentlich ein bisschen. Ich will ja was erreichen. Wir machen jetzt noch mal kurz. So viel waren es ja Gott sei Dank nicht. Wir haben jetzt 110. Wir machen mal 120. Dann sind wir jetzt bei 65. Ja, we do it. We do it. So, pass auf. Ich muss mal noch mal kurz. Ist die grüne leer? Genau. So, ich brauche mal das hier. Ja, wir müssen jetzt ja wieder 11 rausgekommen sind, genau. So, gut, die ist gleich hier hingeklatscht, okay. So, ich glaube, ich muss so gleich noch mal Eisen holen, weil Eisen brauchte ich ja glaube ich auch für das Ding. Ach Mensch. So, packen wir das mal da hin. Gehen jetzt gleich nochmal Eisen einsammeln oben. Das war ja glaube ich bis ein Born oder so, oder? Naja, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Eisen brauchen wir trotzdem immer wieder. Eisen brauchen wir trotzdem immer wieder. So, dele. Gucken wir mal. Ja doch, das Licht ist schon besser. Man sieht jetzt wenigstens wieder was, was ist. Im Dunkeln hat man das nämlich nicht gesehen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Und wenn es erstmal plus 20 Bauern sind. Was ist ja mein schon mal was? So. Okay. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nämlich Angst, wo ich gesehen habe, dass. Was hieß Angst? Ich habe jetzt nämlich befürchtet, wo ich das im Steam gesehen habe, dass Center Station Update bekommen hat. Weil ich ja letztes Mal gesagt habe, irgendwie irgendwann, dass man ja die Samenpäckchen auch noch verkaufen könnte. Habe ich schon gedacht, nein, tu es nicht. Das wäre trotzdem noch eine Option, würde ich behaupten. Das wäre trotzdem noch eine Option. Wenn es bloß 1, 2 Euro sind für so ein Samenpäckchen, die sind ja meistens so teuer. Also finde ich jetzt. Ja, auf jeden Fall. So. Holz. Gucken wir jetzt mal. Hoppala. 1, 2, 3, 4. So, ich hoffe, die sind jetzt wenigstens richtig rum hier. Aber das sind ja die standardmäßig ausgerichtet sind. Ich hoffe, ich habe auch genug Erde. Ich glaube, daran würde es nämlich jetzt scheitern, wenn ich nicht genug Erde habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, mir fehlen noch zweimal. Habe ich eine leere Kiste? Ja. Dann machen wir jetzt einfach mal Folgendes.
So. Und rein damit. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung, aber ist jetzt nicht so wild. Wir kriegen ja immer wieder neue. So, ja, ich meine, gut, man könnte jetzt auch die Bäume nehmen, weil die muss man nicht nochmal anpflanzen. Geht ein bisschen schneller, das ist so richtig. So. Okay. So. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann langsam auch mal das Stromnetz noch mal updaten. Bin ich jetzt mal so am Überlegen, ob wir jetzt noch einen Motor oder noch mal Solarzellen bauen. Eigentlich bin ich ja Fan von den Solarzellen. Eigentlich irgendwo noch. Ach, da liegt es doch. Okay. Da liegt ja. So, immer noch, ne? Hab ich das eigentlich schon mal probiert, ob das Dings jetzt dran geht? Nee, hä? Nee, geht nicht, gut. Das wäre dann für hier hinten. Da bräuchte man dann nochmal 9 Stück. Klingt jetzt viel, ist es aber nicht. Geht, es hält sich in Grenzen. So. Bitte nicht. Ich hasse es. Gut, nee, das mache ich ohne euch. Ich mache das jetzt fertig hier und dann muss ich die halt nochmal absetzen und umbauen. Nochmal hochnehmen und umbauen. Ach, das ist blöd. Es ist jedes Mal was anderes. Warum sind die denn eigentlich nicht standardmäßig ausgerichtet? Das finde ich jetzt blöd. Ich weiß hundertprozentig, ich hatte die gedreht eigentlich. Aber na gut, ist jetzt nicht so wild. Ist jetzt nicht so wild. So. Zack, zack, zack. Mal gucken mal hier. Achso, ich habe rausgekriegt, man muss gar nicht mehr drücken, man braucht bloß gedrückt halten. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. So. Jetzt brauche ich noch einmal Erde, genau. Ich brauche jetzt noch mal einen Hackschnitzel-Eimer. So. Achso, ja, klar. Schmeiß gleich die Hackschnitzel da rein. So, was haben wir denn eigentlich noch? Na ja, nehmen wir jetzt mal den guten Mais. Auch alles voll. Alles voll. Uli voll. So. Ich hatte nämlich die Chance genutzt, weil ich hatte das alles bloß einmal. Also ich glaube, die Ananas hatte ich einmal und die hier und die hatte ich bloß ein. Ne, die hatte ich nicht einmal. die hatte ich glaube ich bloß einmal. Da habe ich das nämlich gleich genutzt und habe es mit angepflanzt. Es ist natürlich blöd, jetzt habe ich natürlich hinten alles gebaut. Naja, ist nicht so schlimm. Dann kriegen die zwei kein Wasser. Das ist nicht so wild. So, wir können ja schon mal anfangen und zwar zweimal Ananas. Zweimal Ananas, das wäre dann jetzt hier und hier. Dann müssten zwei frei bleiben, ne? Genau. Dann wären das die Birnen. So, 1, 2. Da und da. Und die hier. Zack und zack. Und hier müssen wir jetzt noch die Erde warten. Können wir vorher noch mal den Mais anpflanzen. Ich hoffe bloß, dass das reicht von der Menge, die ich reingeschmissen habe. So, machen wir hier gleich noch mal mit. Ja, Erde ist fertig, sehr schön. So. Und dann können wir hier jetzt noch die
Pomme. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Sieht aber eher aus wie ein Busch. So ein bisschen. So. Dann brauchen wir jetzt noch die Bewässerung. Und zwar Upgrade. Ach nee, ich brauche ja Rohre dafür. Habe ich noch genug Rohre? Nee, habe ich nicht. Oh, damn it. Stimmt, da war ich jetzt ja völlig verrückt. Ich habe jetzt gleich gedacht, dass das mit Plastik gemacht werden muss. Aber nee, wir brauchen ja Rohre dafür. Scheißenkleister. Scheibenkleister. Entschuldigung. So. Zack. Zack. Und ein Eisenbahn. So, das wäre Nummer 1. Nummer 1. Na gut, 7 haben wir noch. Ja. Achso, die. Ist die jetzt gleich wieder da reingepackt? Ich hoffe. Ich hoffe. So, ich bin fertig hier. Alles Hand in Hand. Ah ja doch, ich glaube es waren aber nur 5 drin. Und die 2 habe ich jetzt gleich noch in das Lager gepackt. So, mach gleich nochmal 5er. Und dann nehmen wir so einen frischen Eisenbahn, ja. So, nochmal 2. Ach, wieso klicke ich denn da immer nochmal drauf? Muss ich doch gar nicht. Muss ich doch gar nicht. So, zack. Zack. Komm ich da noch ran? Ja. Ah, lange Arm mit dir. Langes Ärmchen. So, Nummer 3. Jetzt können wir noch 3 Rohre basteln und dann haben wir kein Plastik mehr. Also vorerst, ich habe ja noch die Palette voll, falls das nicht reichen sollte. So. Dann bauen. Mal gucken, wie viel wir noch hinkriegen. Achso ja, Eisenbahn. Einen Eisenbahn. So, dann nochmal das Ganze. Das ist schon doch 0. Ja, ist da noch was drin? Ne, die Search. Kann man nämlich ein bisschen Strom sparen. Ich werde bestimmt noch mal Platz zu holen müssen. Gehe ich mal von aus. So, was sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, ich muss noch mal Platz zu holen. Ja, muss ich. Muss ich. Verdammt. Habe ich jetzt die grüne hingeschmissen? Ja, hinten. Oh, ich habe vergessen den. Ups. Das vergessen abzuernten. Aber da können wir es wenigstens gleich wieder anpflanzen. So. Zack, Rinder. Zack, Rinder, ihr Rinder. So. Nimm's mal mit. Also das Problem, was ich hier hatte, ist, wenn ich hier die Samenpäckchen eingesammelt hatte, hatte ich manchmal ein oder zwei zu wenig. Das ist jetzt aber Gott sei Dank nicht so häufig vorgekommen. Und ist ja in meinen Augen jetzt auch nicht so schlimm. Scheiße, was brauchte ich denn jetzt?
Was soll, ach ja. Nee, die ist ja voll. Wo ist denn jetzt die Grüne schon wieder? Jetzt auch Bläde. Menschenskinders. So was. Ich glaube, das reicht heute. Nein, doch, es könnte gerade so reichen. Ja, die Holzlieferung, ja, das ist Wahnsinn. Ja. Dann holen wir mal raus den Shit. So. Schmeiß ich mal da hin. So, 6er hat man jetzt, ja. So, kann man die erstmal bauen. Was soll ich da immer? Gut. Ja, warte mal, das wäre ja Blödsinn jetzt. Dann haben wir hier noch 1, 2. Wie viel hatte ich jetzt? 9 brauchte ich und das müssten jetzt 7 sein oder so. Ja, genau. Also brauche ich noch 2. Gut. So. Oh, na, hier. Entschuldigung. Oh. So, Eisen. Ja, ich weiß. Sagt nichts. Sagt bitte einfach nichts. So. Aber guck mal, bis auf 1 ist ganz, die ganzen Rohre eingeplant. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ein Stück. Immer Platz haben sogar noch übrig. Dum, dum. So, jetzt haben wir wenigstens schon 30. 30. 30. Können wir das jetzt noch wegschaffen hier? Ach, ist das nervig. Muss ich wirklich mal gucken, ob ich das hier noch umändere oder ob ich das jetzt so lasse. Da bin ich mir echt nicht einig, Leute. Aber warum sind die jetzt schon wieder so rumgedreht? Das verstehe ich auch nicht. Nee. Bei 2 hätte ich gar nicht gebraucht, ja. Und guck mal hier. Hier vorne sind sie wieder andersrum. Ehrlich. Das eine zumindest. Ach, ist das nervig. Das finde ich nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Aber es ist egal. Mal gucken, vielleicht setze ich es dann noch um, wenn ich hier in der nächsten Vorbereitung bin. Dann kann ich es ja nochmal umsetzen. So, schaffen wir nochmal Süßigkeiten hoch, ja? Und machen mal langsam zu den Schuppen. Oh ja, wie der Geier. So, wir haben sie hier zugeschlagen. Es geht eigentlich, ja? Kürbis und Melone hauptsächlich. Kommen noch. Büchsen gehen auch ganz gut weg. Finde ich ja halt schade, dass man die Etiketten an der Kasse nicht sieht. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, also müssen wir noch mal schnell holen. Also müssten wir jetzt nicht, aber mach's jetzt einfach. Aus Gründen. Aus Gründen der Bereitstellung. Ich kann die wirklich mit der Kiste ab und zu nicht zumachen. So. Dann kassieren wir euch mal. Die noch da sind. Aber dafür fehlt jetzt eine Wasserflasche. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Dafür, dass sie jetzt einmal Süßigkeiten kaufen müssen, fehlt jetzt eine Wasserflasche. Dann guck mal, wir sind bei 4050 Euro. Das ist nicht schlecht für
ich sag mal jetzt rund, ich meine gut eine Stunde. Wir hatten ja nicht, ich hatte ja nicht gleich aufgemacht, also ja, doch, das geht eigentlich. Wenn ich das jetzt mal außerhalb der Folge mache und mal 2-3 Stunden laufen lasse, habe ich die 12.000 auch zusammen. So in der Art. Ungefähr. Sind die Süßigkeiten hier eigentlich mit dabei? Kommt ja eh gerade keiner. Marien 25. Hatte ich die Riemen eigentlich schon mal? Hello there. Ach, so eine Batterie geht für 80 Euro weg. War der nicht mal nur für 100, der Motorblock? Krass. Okay. Ananas. Ananas. Bitte, bitte. Aber schön. Nice. Also Halloween Special gefällt mir. Kann ich sagen, von ne, ich habe hier keinen Scanner. Schade. Aber von hier könnte ich es machen. Hello there. Hi. Ich werde jetzt immer so kassieren. Da habe ich voll den Überblick. Kirsche. Ach, der hätte gleich 2 Büchsen mitgenommen. So, 28. Thank you, goodbye. Kommt hier noch wer? Hallo? Oder ist er jetzt der Letzte? Du wenigstens Füße, ja. Also ganz ehrlich, der ohne Füße war schon echt creepy. Fand ich jetzt. Oh hier. Die Stromrechnung. Furchtbar. So, komm, wir holen noch mal ein letztes Mal Süßigkeiten zusammen. Und dann ziehen wir ein Fazit. Kann ich hier eigentlich auch hier reinschmeißen? Nee. Gut, okay. Dann nicht. Mich würde jetzt bloß mal interessieren, wenn jetzt Halloween vorbei ist, ob das bleibt. Das wäre das. So, was haben wir hier? Und nochmal Tomatos. Ja, also dafür, dass die Büchsen natürlich jetzt 20 kosten, das ist schon ganz schön heftig. Ja. Aber guck mal, wir haben jetzt 4372 in ungefähr, ich sag jetzt mal eine Stunde. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt, muss ich sagen. Das ist ein echt verdammt guter Schnitt. Wenn ich das jetzt auf noch eine Stunde hochrechne, wären das knapp 8,6. Und dann noch mal eine Stunde, dann wären wir schon über 12.000. Also ich werde jetzt definitiv sparen, dass ich mir diesen automatischen Hersteller holen kann. Also upgraden kann, dass ich mir den Bauplan kaufen kann, weil bauen kann ich ihn ja eigentlich schon, aber ich kann halt nur nicht aufstellen. Ich finde das nice. Ich finde das richtig nice. Und wir haben unser Beet komplett geupdatet. Also wir haben jetzt alles angepflanzt, was es gibt. Bis auf die zwei hier, die kann ich eigentlich wegnehmen und das Zeug wieder woanders für einsetzen und dann bloß die Blueprints stehen lassen. Oder ich lasse die Beete einfach stehen, ist scheißegal. Nehme ich halt das Wasser wieder weg. Das ist ja wurscht. Kann man ja dann für was anderes nutzen. Solange. Oder auch nicht. Na gut, hinten habe ich es natürlich auch so gemacht. Also eine Reihe fehlt ja jetzt, glaube ich, sogar noch. Theoretisch. Wo jetzt dieses Coming Soon Schild steht. Die Reihe wird jetzt noch fehlen. Ne? Wir haben jetzt, oder wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, die Honigmelone hat ein neues Ding. Ich dachte, das ist Knoblauch. Ach, wir haben ja doch Mango.
Aber bei Orange und Kiwi? Wo ist Orange und Kiwi? Hier ist Kiwi. Das, ach stimmt, das ist Mango. Ah. Okay. Okay. Ja. Also wäre jetzt quasi zum Eindosen die rote Paprika jetzt dran. Als nächstes. Laut Dingens Bommels. Na gut, dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Und die rote Paprika eindosen. Aber eigentlich ist es ja die Aubergine, oder? Oder war ich jetzt falsch? Habe ich die falsch rum angepflanzt? Tatsächlich. Ja, weil guck mal hier. Rüben, Zwiebeln, Paprika, Aubergine, Kürbis. Hä? Hä? Bin ich doof? Ich mach Rüben, Zwiebeln. Ich habe ja alles komplett falsch, bis auf Paprika und bis auf Kürbis und Rüben. Warte mal, da muss ich das mal schnell, ja. Ich muss das mal schnell berichtigen hier. Ja. Also was wäre jetzt dran? Eigentlich ja, Zwiebeln kann ich ja nicht ein. Kann ich ja nicht eindingsen. Hab ich jetzt bloß ein Feld abgeerntet? Ach, ich bin so doof. So, also können die Aubergine eigentlich schon mal, genau, hier rein. So, dann Paprika, ja damit. Oh mein Gott, ey. Hab ich denn da gepennt? So, zack, dann kann die Paprika auf jeden Fall da rein. Zwiebeln kann ich ja bestimmt nicht. Ich habe mich schon gewundert, ehrlich gesagt. So was Blödes. So, wo muss die Aubergine jetzt hin? Die habe ich jetzt erst. Die muss hier hinter den Kürbis. Da muss die Aubergine hin. Ich meine, gut, es wäre ja trotzdem alles in einer Reihe, aber... Frag mich mal, wenn das passiert ist. Echt jetzt. Voll krass. So, also hier muss jetzt die Aubergine rein. Zack. So, dann die Paprika. Die Paprika kommt neben die Aubergine und die Zwiebel kommt dann woanders hin. Müsste ja eh noch einen Haufen Kisten nachbauen, denke ich mal. Wie sieht es denn hier aus mit Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel? Ah, guck mal, da können wir sogar eine Kiste tauschen. Dann haben wir wieder eine Leere. So. Zack. Dann haben wir wieder eine leere Kiste. So, dann wäre ja eigentlich, wie gesagt, Paprika, Aubergine. Was kommt dann als nächstes? Kommen dann schon die Erdbeeren? Ja, hä? Aubergine habe ich schon. Also wer jetzt das nächste? Die rote Paprika, ja. Genau. Das würde ich jetzt als nächstes eindosen. Nach den Tomaten. So, wo muss die jetzt hin? Neben die Aubergine. So, haben wir das mal berichtigt? Haben wir das mal berichtigt, sehr schön. So, und die Zwiebeln kommen dann bitte neben die Rüben. Das war nämlich anfangs auch so. Katastrophe. Katastrophe. Ich habe auch keine Büchsen mehr, sehe ich gerade. Ah ja, die Palette ist noch voll. So, also die hier. Können wir schon mal anfangen. Wenigstens für die Folge noch mal kurz. Und dann Revue passieren lassen. So, na gut. Also ich würde sagen, Halloween Update läuft. Mal gucken, wie lange es da ist. Ja, auch immer so eine Sache. Boah, was ist das?
Das ist doch keine Paprika, das ist schon Aubergine, hä? Ja, ich sehe es. Wartet, kurz, lass mal fallen. Ja, das ist schon Aubergine. Okay, da habe ich schon mit dem Falschen angefangen. Aber ist nicht schlimm. Paprika ist auch wieder rot. Aber wir müssen dann auch noch Regale basteln. Also brauche ich definitiv noch mehr Eisen. Ja. Weil 4 Eisenbahnen pro Teil ist nicht gerade wenig. So. Guck, jetzt können wir hier unsere Onions wieder nehmen. Die nehme ich auch gleich nochmal anpflanzen. Dum, 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 dum. Und dann passt das nämlich, oder? Geschichtlich. Weil Rüben, Zwiebeln, Paprika, Aubergine, Kürbis. Kürbis, genau. Sehr schön. Haben wir das wieder berichtigt. Mal gucken, ob mir noch was irgendwas auffällt, was ich mal falsch gemacht habe. Aber hier sieht es bis jetzt ganz gut aus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Koppel lacken. Jetzt noch mal gucken, nicht, dass doch nicht sich noch einer reingemogelt hat hier, aber ne, dürfte nicht sein. Ne, da hinten steht keiner. Jetzt ist es aber gerade nicht dunkel, das ist aber auch nicht schlimm. Man muss das auch im helllichten Tage ertragen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Gut, dann würde ich sagen, ich verabscheue mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Durchhalten. Bedanke mich für die Treue, bedanke mich für den Support und würde mich natürlich über ein Abo freuen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Dann könnt ihr mir auch gerne ein Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Vergesst die Glocke nicht einzuschalten, damit ihr nichts mehr verpasst hier. Und ja, mir bleibt nichts weiter übrig, außer zu sagen danke, 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 danke. Dann wünsche ich euch eine schöne Halloween-Zeit und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Center Station. Bis dahin, tschüss, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.